powered by Unreal Engine. Funcom. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Und damit herzlich willkommen bei einem kleinen neuen Horror-Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen The Park, ein kleines Spin-off vom MMO The Secret World. Und ich bin sehr gespannt, worauf wir uns hier einlassen. Es geht um einen stillgelegten Amüsement-Park, einen Freizeitpark. Und ganz ehrlich, die sind schon gruselig von sich aus. Ich gehe mal ganz kurz in die Pfütze gucken. Haben wir ein Spiegelbild? Ich weiß nicht, warum ich das mache. Aber wir haben zumindest Füße. Das ist schon mal viel wert. Und wir haben einen Schatten. Okay, das ist schon mal viel wert. Also, unser kleiner Junge, der Kolum, Combine, ich weiß nicht, wie heißt er nochmal? Carsten. Der Carsten sitzt im Auto und dödelt vor sich hin. Der hat nämlich seinen Bär im Freizeitpark vergessen. Und wir natürlich als liebende Mutti müssen den jetzt aus dem Freizeitpark holen. Wir wissen nicht genau, wo der ist. Lost and Found oder irgendwas. Atlantic Island Park. Bingo. Drink Bingo. Okay. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees, prepare the park for shutdown. Okay, der Park schließt gerade. Atlantic Island Park. Okay, Examine. Wir können die Plakette anschauen. Tom was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Also Carsten wurde an dem Tag geboren, als dieser Park eröffnet hat. Und das ist sein liebster Platz auf der ganzen, ganzen Welt. Und deswegen wollen wir natürlich unbedingt den Bären da rausholen. Atlantic Island Park. So schön, so süß mit den Wolken da oben und mit der Sonne und so. Alles so fröhlich. Und auch hier, die Wolken und alles. So, ich denke mal, wir kommen hier noch nicht... Nein, wir kommen hier nicht durch. Kommen wir vielleicht hier durch? Wahrscheinlich nicht. Nein, alles leuchtet rot. Da ist eine Tür. Ich weiß nicht genau, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Kein E. Öffnen geht nicht. Aber da haben wir einen freundlichen Mitarbeiter. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Vielleicht lässt er uns ja noch rein. So, Tickets. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Wie ist der Junge denn in den Park gekommen? Also erstens, woher weiß er, dass wir hier wegen dem Teddybär sind? Woher weiß der junge Mann, dass unser Sohn sein Teddybär verloren hat? Woher kennt er unseren Vornamen? Und wie kommt der Junge vielleicht auch oben drüber geklettert, aber das ging einfach zu schnell. Rechte mit der rechten Maustaste können wir Carsten rufen. Callum, I told you to wait in the car. Come on, Mommy. Okay, wir betreten jetzt den Freizeitpark da oben. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Hier sieht alles so verfallen aus. Unten ist es komplett geschlossen. Oh God. The park. What happened here?
Ich nehme an, wir kommen nicht mehr runter. Nein, wir kommen nicht mehr runter. Wir müssen den Teddybär suchen, aber auch unseren Sohn. Mit Shift können wir rennen. Das ist doch jetzt Jahre später. You can catch me. Come back. Stop! Kill him! Okay, hinterherrennen bringt, glaube ich, nichts mehr. Die Frage ist natürlich, was sollen wir hier im Freizeitpark machen? Wir sollen offenbar nicht nur den Teddy suchen, sondern auch Sohnemann selbst. Aber der kann ja jetzt überall sein. Und wenn er so rennt, kriegen wir den nie. Ein Schuh. Ich denke, das gehört zu Calum. Der Carsten hat seinen Schuh verloren. Und warum rennt er nur mit einem Schuh weiter? Irgendwas, also wir wissen natürlich, klar, dass irgendwas nicht stimmt, ist wohl klar. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk welcomes you to Atlantic Island Park. Chad can be seen in daily ice sculpting shows in the following locations. Juhu! Chad the Chipmunk worse in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dander job. Chad will die a useless slob. Schön. Schöne Kinderreime. Ist ja auch ein scheiß Job. I wonder what this is. Purchase the land on Solomon Island for pittance. I might add my lawyers had arranged everything in advance, but the was realtor still had to come and deliver the keys. Sehr klein. Durch Türen kommen wir nicht. Okay, wir haben einen Schuh gefunden, wir haben eine Note gefunden. Alles scheint... Ich bringe hier noch nichts in einen Zusammenhang. Ich glaube, ganz am Anfang hat sie doch gesagt, sie erinnert sich noch an diesen Tag. Das heißt, sind wir gerade in ihren Erinnerungen oder wo sind wir hier gerade? Okay, offenbar. Ist der jetzt in den Tunnel der Liebe gefahren oder was? A boy named Hans. Oh Gott, ich will da nicht rein. Das ist ja schlimmer als Geisterbahn fahren. Ich glaube, es wird gleich sehr romantisch. Bitte nehmt euch jetzt an den Händen und flüstert euch verliebte Dinge zu. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man.
Then we will all four starve, you fool. Was war das? Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Die Geschichte kennen wir ja. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. So ging die Geschichte aber nicht. Ich ahne was. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Die Geschichte ging doch so, Entschuldigung. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Sehr schön, sehr angenehm gerade. Ich genieße das noch ein bisschen. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Hm. Its walls were made of gingerbread and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Little mouse, who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back. For the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Kommt in meinen Van. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven.
Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay, das Ende war neu. War jetzt aber nicht... Das Ende war auch lustig. Das war jetzt aber nicht ganz so gruselig, wie ich gedacht habe. Ich kam mir gerade so hilflos vor, weil wir in diesem Ding sitzen und wir müssen alles ertragen. Okay, das war... Okay. Also die Tour war nicht halb so gruselig wie der Kopf gerade. Das war, aber was mit dem Bub? Und vor allem weiß ich immer noch nicht genau. So, Errungenschaft freigeschalten. Freigeschaltet, Entschuldigung. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places. Where the tree branches reach like claws. Plötzlich glaube ich, dass es hier doch um mehr geht als einfach nur Freizeitpark-Horror. Plötzlich glaube ich, dass es hier eher so um alltäglichen Horror geht. Another accident. This place. Und hier im Park sind also Unfälle geschehen. Despite the constant interruptions to work, Atlantic Island Park will be opening on time. The governor is booked to cut the ribbon, so the only real question is whether we will have any customers. Wir wissen nicht genau, ob wir noch Kunden haben werden. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen. Die Kunden werden einfach nur aus Neugier kommen. Nein. I will not make any mistakes. I deduced what was... Ich höre Wolfsgeschrei, ich bin mir nicht ganz sicher. Can be used to such a process. Henderson, ich wünschte, das würde vorgelesen werden, weil die Schrift ist echt klein. Und ist das nicht der Bär da drüben? Aber dem Bär steckt was im Auge. Ich glaube, das ist nicht der Bär, den wir suchen. Na gut, dann geht's weiter. Ehrlich gesagt laufe ich nur sehr ungern, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir das Laufen noch brauchen werden. Stay where you are. Catch me, Mom. Irgendwas mit Sleep? Irgendwas mit Catch? Oh ne, Catch war gerade Carsten. Catch me, Mami. Der Park ist geschlossen. Alle Lichter sind an. Alle Geräte funktionieren. Wir sind alleine hier. Auf der Suche nach unserem Kind. Aber irgendwie... scheinen wir eher in unserer Psyche zu sein als im Park.
Der Kraken. This old thing used to make the blood run to my head. It'd make me dizzy. Ist aber ein süßer Pinguin oder was immer das da ist. Examine Report. The guy just snapped. Those poor kids. Eyewitness Report. We were waiting for our turn on the ride. Wir haben in der Schlange gewartet, damit wir drankommen. Frank, ich und die Jungs. Achso, das. Oh, ich hab mich gerade voll erschrocken, weil da irgendwas ankam da hinten. Boah. While people took. Während Leute fotografiert haben. This fellow in the Chipmunk Suite is making an ice carving while people took photographs. Also der Typ in diesem Dingens Chipmunk-Kostüm macht da gerade Eisskulpturen, während Leute fotografiert haben. Lawrence wollte zu ihm rübergehen. Aber ich war immer so ein bisschen vorsichtig bei diesen komischen Kostümen. Die haben ja so ein bisschen Angst gehabt. Ist ein bisschen blöd, weiß ich selbst. Auf jeden Fall dieser Chipmunk-Man. He was coming and picking away at the ice. And at first we saw he was making some animal like a tiger or lion. Und er hat aus dieser Eisskulptur, wir dachten, er würde irgendein Tier machen, vielleicht einen Tiger oder einen Löwen. Aber je mehr Eis dann runterfiel, wenn man genau hinsah, war es ein menschliches Gesicht, das aus dem Eisblock rausgelächelt hat. Und je näher man hingeschaut hat, desto mehr hat man gesehen, dass irgendwas nicht ganz richtig war mit den Proportionen. Irgendwas Unnatürliches, was das Herz ein bisschen hat schneller schlagen lassen, als ob man die Beute war und das Ding im Eis war der Jäger. Dann kamen einige Teenager zu dem Typen, der die Eisskulptur gemacht hat, und haben irgendeine Scheiße zu ihm erzählt, hatten sich über lustig gemacht, und dann wurde er zum Berserker. For a few moments it was chase. Everybody was running away from the guy. Jeder lief vor dem Typen weg. Er hatte einen Teenager auf den Boden geworfen und he was stab, stab, stabbing with the ice pick. Und er haute mit seinem Eispickel, haute er in diesen Teenager rein und das Blut spritzte überall und die Leute schrien. Und Frank und ich, wir liefen mit den Kindern so schnell wir konnten einfach weg. Und das Letzte, was ich sah, bevor Frank mich wegzog, war, dass der Augapfel von einem der Kinder auf der Eisskulptur landete und die Kreatur da drin dadurch lebendig aussah. Okay, der Typ, der Chipmunk, den wir am Anfang gesehen haben, wo sich alle drüber lustig gemacht haben, das Maskottchen, das ist irgendwann durchgedreht. Ich muss zugeben, ich mache mich über den Wumbo beim Heidepark lustig, weil der Wumbo echt, naja, ist ein ganz eigener Charakter, der Wumbo. Der Name ist auch schön, Wumbo. Es tut mir echt leid. Ich hoffe... Ride Octotron. Das war süß. I can't get on while it's moving. Oh oh. Oh oh, ich will da ehrlich gesagt gar nicht rein. Vor allen Dingen, wenn wir drin sitzen, wer macht denn dann Increase Speed? Hört das an? Ehrlich gesagt, würde ich gerne ganz doll Increase Speeden. Achso, Entschuldigung. Ich würde gerne ganz doll Increase Speeden, bis das Ding wegfliegt.